Wie geht's? Gut. Sehr schön. Ja, total schön, dass ihr da seid zur Kinderpressekonferenz der Sparkasse. Wer spielt denn von euch Fußball? Boah, fast alle. Was war dein liebstes Fach in der Schule? Das war ganz klar Sport. Da haben wir viel Fußball gespielt, aber auch generell andere Sportarten, Basketball oder Völkerball, Brennball. Das hat mir immer sehr gut gefallen und dementsprechend ganz klar Sport. Hattest du früher in der Schule gute Noten oder eher schlechtere? Ich war eher so mittelmäßig, glaube ich. Aber letztendlich habe ich mein Abitur geschafft. Das war das Ziel und das habe ich erreicht dann. Mit welchem Gefühl kann man ein getroffenes Tor vergleichen? Wie Weihnachten und Geburtstag zusammen oder wie ein großer Becher Eiscreme? Wie alles zusammen, großer Becher Eiscreme und Weihnachten und Geburtstag. Also ist echt ein sehr schönes Gefühl. Meine Frage ist, hast du schon mal vor gern faul gemacht? Für extra? Ob ich einen faul gemacht habe für extra? Achso. ja, auf jeden Fall, das kommt oft vor. Zum Beispiel in Turin sind wir in einen Konter reingelaufen und da musste ich meinen Gegenspieler faulen, weil sonst wäre es wahrscheinlich gefährlich geworden und die hätten vielleicht ein Tor gemacht. Deswegen ist das taktisch schon manchmal clever, einen Foul zu machen. Und ja, das kommt schon öfter vor und bei mir auch. Aber du hast ihm nicht weh gemacht in Turin, das muss man sagen. Nein, ich habe ihn nur ganz leicht zu Boden gebracht. Ja. Ein bisschen gezogen hat er, der Lucky. Und eine gelbe Karte gab es auch. Ja. Völlig zu Recht. Gegen welchen Fußball-Weltstar würdest du gern mal im Europaparkstadion bei einem Pflichtspiel spielen? Also mein Lieblingsspieler ist Lionel Messi und dementsprechend würde ich auch sehr gerne, dass er mal hier in unserem Stadion spielt. Ja, vielleicht schaffen wir das ja noch. Mal schauen. Müssen die Fußballspieler eigentlich immer gesund essen oder dürfen die auch in McDonald's gehen? Also wir müssen immer gesund essen. Das machen wir auch eigentlich, weil es einfach gut ist für Regeneration, dass wir fit sind. Aber natürlich wäre es eine Lüge, wenn wir nicht sagen würden, dass wir auch mal einen Cheat Day haben, also auch mal ungesund essen. Während der Saison kommt das nicht so oft vor, aber in der Sommerpause, wenn man in der Heimat ist, bei Familie und Freunden, dann drückt man da mal ein oder anderes Auge zu. Was ist dein Lieblingsessen? Ganz klar Burger Pommes. Was ist dein Lieblingsgetränk? Also ich trinke eigentlich fast nur stilles Wasser. Aber so eine Cola ab und zu schmeckt auch ganz gut. Ah, die Fragen waren schon richtig gut. Ist nicht in jeder Pressekonferenz so, dass so gute Fragen kommen. Ja? Wer denkst du, wird die Europa League gewinnen? Ich glaube Manchester United. Okay. Aber nur, weil wir schon draußen sind, gell? Ja, sonst wir natürlich auf jeden Fall. Meine Frage ist, wer ist der Spaßvogel aus der Mannschaft? Ja, das ist ganz klar Vincenzo Grifo. Ich wusste. bekommen wir später noch Zeit, von dir Autogramme zu bekommen? Selbstverständlich, klar.